Und wieder einmal ein Hallihallöle vom 2Gamers-Channel. Wir haben mal kurz disconnected und ist gar nicht. Hatten die das vorhin gesehen mit dem Typ hier mit Moose? Nö. Nicht? Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Ich oder? Nicht. Doch, dürften sie. Ich weiß es nicht. Doch, also ich glaube, ich hatte, wissen, nee, ich hatte die Aufnahme erst ausgemacht, als ich disconnected habe. So, und Basti und ich wollen uns jetzt an der Feuerwache treffen. Und ich habe mal so ein bisschen mit der Sniper ausprobiert. Also, es leckt irgendwie saudolle, wenn ich da einen doppelten Reinzoom mache. Einfach geht's. Frag mich nicht wie. Aber doch. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Ballistik drin hat. Weißt du das? Probier es an einem Zombie aus. Ich meine, genug Munition hast du ja. Ja, genug Munition, aber das Ding macht Saulärm. Aber wenn du mitten im Wald oder so stehst, also. Na gut, aber ich bin ja gerade nicht mitten im Wald, sondern ich bin hier auf offener Fläche. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Kann man die Waffen hier irgendwie aus dem Alice-Pack mit der normalen Primärwaffe wechseln? Geht nicht, das? Dass ich wüsste. Irgendjemand hat das mal gemacht, das weiß ich noch. Owen was killed. Ja, tatsächlich, das geht. Hab ich ein Single von Zombies, das regt mich gerade übelst auf. So, Lee Enfield dabei. Ich glaube, die ist sogar schon fast lauter, die Lee Enfield, als die DM. Ja, die Lee Enfield ist die lauteste Waffe im Spiel. Nee, ich glaube, es gibt noch was Lauteres. Irgendwas. Ja, ein Raketenwerfer, aber. Naja, ist lauter. Owen Warskill. Muss gerade gucken, wo ist denn die? Ich habe sie aus dem Blickfeld verloren, die Feuerwache. Nee, das ist der Hafen. War die Feuerwache nochmal? Scheiße. Ach, hier, bei der Kirche. Wo bist du gerade oder kriegst du gerade schon wieder zurück? Ich krieche gerade zur Feuerwache. Ich bin kurz davor. Kurz vor der Feuerwache? Ja. Waren wir da nicht vorhin schon mal drin? Kann sein, ja, ich will es wohl erstmal als Treffpunkt machen, weil wenn man da eigentlich theoretisch sicherer ist. Naja. Jedenfalls vor Zombies. Warte mal, ah. Da hinten ist ein Überlebender, glaube ich. Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße. Nicht der Überlebende, aber der Zombie. Fuck you. Fuck, Alter. So, ich bin halbwegs heil in der Feuerwache angekommen. Ja, ich renne gerade wieder davon weg. Ich versuche mal möglichst aus dem Schussfeld von den anderen Zombies da wegzukommen. Und nicht aus dem Schussfeld, aber aus diesem Hörfeld halt, weißt du? Weil es sind ja 200 Meter und das ist ja schon eine ganz schöne Strecke. Und ich muss ihn auch erstmal dazu kriegen, dass er mir vor der Flinte läuft. An dem DMR-Magazin. Oh, kannst du mir aufheben? Könnte ich. Machst du aber nicht wirklich, oder? Noch mehr DMR-Magazine. Geil, ich komm gleich runter. Hier liegen noch mehr. Hey, der hat eine AKM-Magazin. Der hat eine Dose Pepsi dabei. Jetzt habe ich ein Magazin für die Kalaschnikow, die im Supermarkt rumliegt, gefunden. Ah, ich blute stark. Leicht blass, weißt du das? Ich blute gerade, scheiße. Der hat mich so erwischt, dass ich geblutet habe. Schon wieder deine Tage? Ja, leider. Warte mal, ich trinke mal schnell was, dann kann ich die Pepsi-Dose aufnehmen. Eine Dose Pepsi. Und ich würde es gerne so haben, dass wir nochmal zu diesem Brunnen da gehen, nahe Elektro. Damit ich die ganzen Wasserflaschen auffüllen kann. Ich habe 4 Stück dabei, die ich wieder auffüllen muss. Jetzt kommen wir erstmal zur Feuerwache und sag Bescheid, bevor du reinkommst, sonst kriegst du eine Kugel im Kopf. Dann sag mir Bescheid, ob du von vorne oder von hinten, also durch die roten Türen oder durch die kleinen Türen hinten reinkommst. Also ich glaube, ich komme gerade von hinten. Das hört sich jetzt sehr zweideutig an. So. Sind da Zombies innerhalb? Ach nee, da hat mich schon wieder ein so ein Vieh gesehen. Hast du gerade geschossen? Ja. Dann bist du sehr nah. Bin ich auch. Ich hoffe, es hat mich nur kein Vieh gehört. Mensch, haben die das weggepatcht, dass du gar nicht mehr zu sehen bist? Oder kommt mir das so vor? Nur wirklich in sehr hohem Gras. Kann ich keiner mehr sehen. Gucken, ob irgendwas zu looten ist. Nee, gar nichts. Oh. Aber ich glaube, es hat mich gar keiner gehört.
von den Zombies. Aber ich kriege jetzt nur noch weiter. Ich habe keinen Bock auf eine weitere Konfrontation. Sprachfehl. Muss ich jetzt mal nichts zu sagen. Musst du unbedingt in der Feuerwache drinnen bleiben? Hier draußen sind nämlich auch nicht gerade wenige Zombies. Vor allem ist hier ein Militärzombie. Nein, der hat trotzdem nicht dabei. Das ist irgendwie dämlich, selbst wenn du ihn abknallst. Doch, manche haben was dabei. Ist auch selten. Nee, also bei denen, die ich bis jetzt gefunden habe, war nie was Sinnvolles dabei. So, hier sind gerade zwei Zombies vor mir und einer kriecht in meine Richtung. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt kriecht er Richtung Feuerwache. Der hat dich gehört. Natürlich, wenn ich hier ruhig in der Ecke liege. Okay, der Militärzombie wankt weiter. Owen Wars schon wieder killed. Der hat auch unter den. Na gut, ich bin auch zweimal draufgegangen. Beide Male durch Selbstverschuldung. Nee, doch nicht. Ja, das kleine Kind war schuld. Das kleine Kind war schuld. Welches kleine Kind? Ja, das noch seine Mama gefragt hat, oder was war das jetzt? Also, ja gut, da auch, und der andere Typ, der mich erschossen hat mit seiner AK. Scheiße, ich sehe den Zombie nicht mehr, weil meine Sicht schon... Ach, da kriecht der. Das ist nämlich ein Kriechzombie, der kriecht da gerade zur anderen Richtung. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich jetzt bin, aber ich glaube, ich gehe gleich durch die roten Türen. Auf jeden Fall bin ich schon in diesem Asphaltbereich, der ziemlich wellig ist. Wellig. Kannst auch schön surfen. Komisch, ja. Kannst du auf den Wellen hier runter surfen. Du kannst keine Surfgeräusche nachmachen. Müsste noch so eine Physikbug geben, wenn du so eine coole runterrutscht, wenn du auf dem Bauch liegst, hast du so eine coole runterrutschen, oder über den Rand, wo es dann wieder hochgeht, so drüber schießen, wie so eine Rampe. Das wäre so richtig geil auf Physikbug. So Physikbug, scheiß auf Schwerkraft. Ach, Moose for Skills. Dein Problem hat sich so immer gerichtet. Moose. Oh nee. Hat mich gerade einer gehört? Nee, Moose ist ja den wir getötet haben. Der wurde jetzt irgendwie schon zum dritten Mal gekillt oder zum vierten Mal. Dritten Mal. Der wurde nämlich einmal gekillt, als Basti hier auf dem Weg nach Elektro war und ich Abendbrot essen war. Und jetzt halt. Ja, und jetzt. Und einmal durch mich. Ich komme jetzt durch diese kleine grüne Travotür da. Aha. Ich krieche. Nur so zur Sicherheit. Du trägst übrigens schwarze Kleidung. Das tat ich eigentlich, du auch, ne? Ich nicht. Doch. Nee, das sieht für jeden Spieler immer anders aus. Das ist wirklich so. Das haben die auch mal bei. Oh fuck, das haben die auch mal bei GameStar geguckt. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Stehe gar nicht auf. Liegen bleiben. Du müsstest mir gleich bitte nochmal ein Bloodpack anlegen, sonst habe ich ein Problem. Also da hast du das im. Ja, hast du. Hab ich mal rausgenommen. Aber bitte nur das Bloodpack. Hab ich doch. Wieso kann ich dir das jetzt nicht geben? Ich hab's da jetzt. Du musst es in deinem Inventar haben, ne? Hab ich doch. Da. Jetzt. Oh, beeil dich. Die Viecher machen mir Angst. Ach, danke. Ich danke dir. Jetzt habe ich wieder halbwegs normale Sicht. Oder? Hey, jetzt habe ich 3102 Humanity. Yay. Ah, so, du bist das Arschloch. Soll ich den Stacheldraht wegschmeißen? Stimmt, ich habe auch noch Stacheldraht irgendwo. Oder? Nee, ist was letztes Mal. Das war das letzte Mal, dass ich Stacheldraht aufgenommen habe. Da komme ich sauf jetzt die Dose Pepsi und ziehe mir dann noch so ein Magazin hier. Ist das lustig, dass Pepsi oder Cola die Dorfschnellen sind? Oder? Was meinst du? Was? Ist der Cola oder Pepsi den Durst stillt? Den was? Irgendwie abwärts. Den Durst stillt. Ach so. Ja, normalerweise ist das ja nicht so. So, ja. Ich habe jetzt, warte, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Magazine im Rucksack und 1 im Inventar. Das heißt, ich habe 8 Magazine für die Sniper. Solltest du noch ein paar lieber ins Inventar packen? Ja, 2 habe ich immer. 2 habe ich jetzt im Inventar. Oder? Nee. Ey, meine Menschlichkeit ging auch gerade wieder hoch. Mhm. Frag mich nicht, wieso oder wie das passieren konnte.
Bist du nicht froh darüber? Bisschen, ja. Aber auch wieder nicht. Ich höre eine Leiche. Leiche? Ach so. Ich meine, ich höre die Fliegen der Leiche. Hörst du es auch? Ja, ich höre Fliegen, ja. Wo bist du überhaupt? Ich bin noch in der Feuerwache. Wo bist du? Ich krieche gerade. Ich mach mal die Tür auf. Gerade die Tür auf immer. Da ist auch meistens sowas drin, so ein Kontrollhäuschen. Aber ich glaube, du hast da gerade ein bisschen gefehlt. Scheiße, Alter, die Sonne geht unter, merkst du es? Kann sein. Fuck! Wir brauchen unbedingt einen Day-Server. Okay, wo liegt denn die Leiche? Warum wackelt der so? Ach so, weil ich vorhin nochmal geblutet hatte. Was hier, hast du noch Schmerzmittel bei dir? Ja. Aber ich brauche jetzt keins, aber ich habe noch mal eins, aber für später. Ich habe noch eins im Rucksack. Nee, schon gut. Also, du hörst ja jetzt auch hier dich fliegen, ja? Scheiße, da sind Zombies, die rennen. Da ist ein Überlebender. Das ist Moose! Das ist Moose! Scheiße! Das ist Moose! Er kann dir nichts. Der wird gerade von Zombies verfolgt. Ah, das ist Moose! Alter, wenn der sich jetzt an mich rächt, Alter. Scheiße. Ich wette, der hat mich gesehen und ärgert sich jetzt bestimmt. Aber wollten wir nicht noch hoch zu seiner Leiche? Also zu seiner... Weißt schon. Ich helfe ihm jetzt erstmal. Was? Ja klar, ich bin ja kein Arsch. Lass den nur einfach in Ruhe, Mann. Der wird mich töten. Der wird mich hinterlässig abmetzeln. Der wird mich richtig gerne meucheln wollen. Wo ist er denn? Der ist weg. Gib's auf. Niemals. Ich bin menschlich. Wo bist du? Ah, da war doch gerade. Was denn, wo bist du? Hier auf dem offenen Feld. Ah, super. Hättest du mir aber Bescheid sagen können. Was willst du denn helfen? Willst du die Zombies abnehmen oder was? Ja. Und die abknallen. Halte mich für verrückt, wenn du willst. Tu ich nicht. Ich meine, ich würd ihm auch helfen, aber ich denke mal, der wollte mich abknallen. Und wenn er eine Waffe hat oder jetzt in die Hände bekommt, dann wird er mich auch ganz hinterlistig abmöcheln. Und wenn er eine kriegt, dann halte ich ihn halt die ganze Zeit Tilly Infield vor den Kopf. Ist mir jetzt auch Rille. Der wird sich garantiert die Sniper wiederholen. Da bist du. Ich sehe, wie er hinten läuft. Du lockst noch Zombies aus so großer Entfernung noch an. Ja, der hat mich gesehen erst. Also der hat kurz angehalten, hat mich angeguckt oder sowas und dann... Läufst du da hinten gerade? Ja. Hinter dir, ja. Das bin ich. Versuch mal die Zombies abzuknallen, auch versuch nicht mich zu treffen. Ach. Ja, den einen habe ich getroffen. Hab's gehört. Scheiße, jetzt kommen ja natürlich noch welche auf mich zu. Ja, das war mein Plan. Da kommt noch einer auf dich zu. Versuchen mal zu holen. Den krieg ich nicht, der läuft schräg. Oh, Bruce, jetzt lauf nicht weg. Au. Schreib ihn doch an. Hey Moose, I'm friendly. Ich bin der vor dich abgeknallt hat. Das bist du jetzt mit der Pistole, oder? Ja. Warte mal, ich versuch dir zu helfen. Hey, Militärzombie. Ich hoffe, ich habe gerade einen erwischt, der vor dir stand, oder? Ja, du hast den Militärzombie getötet. Komm. Hast du? Okay, du hast ihn. Mal gucken. Aber wenn der nicht gerade voll ist dabei? Jo. Ah, eine Empty Soda Can aber. Naja, ist doch was. Bist du Mut? Da hinten ist eine Scheune. Ja, ich weiß, das ist die Scheune, wo wir uns getroffen haben, aber komm mal mit. Was ist das? Das ist eine Kuh oder sowas. Scheiße, ich höre Zombie. Zombie. Lauf! Nee, das ist doch gar nicht die Scheune. Ah, ich wette, in der Scheune ist Moose drin. Wo bist du denn? Ach, ich hab ihn in den Schritt geschossen. Nutshot. Vorsicht, da rennt noch einer. Erwischt. Scheiße. Sehr schön.